Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Der Herr der Ringe. Die Schlacht um Mittelerde 2, einer weiteren Karte der Edain-Mod. Ja, und dieser durchaus stimmungsvolle Anfang hat natürlich einen Grund. Wir befinden uns hier und heute in der 100. Folge der Kartenvorstellung der Edain-Mod. Das ist eine stolze Zahl, auf die wir es da gemeinsam gebracht haben. Und es freut mich immer noch, dass es so ein stetes und auch reges Interesse immer noch an diesem Let's Play gibt, obwohl es schon 100 Folgen auf dem Buckel hat, was ja einiges ist. Und da dachte ich, lass ich mich mal nicht lumpen und hau ein mehr oder weniger fettes Special zur 100. Folge heraus. Und während wir hier die Kamerafahrten durch die Minen der Zwerge sehen, könnt ihr euch schon am Titel wahrscheinlich ein wenig vorstellen, wie das Ganze hier ablaufen wird. Aber ja, so richtig wahrscheinlich noch nicht. Heute wird es um die Zwerge gehen in dieser 100. Folge. Und warum wir noch nicht gleich im Gefechtbildschirm sind, hat einen ganz simplen Grund. Denn heute wird es eine, ja, vielleicht sogar mehrere Premieren geben in dem Let's Play der Edain-Mod. Denn wir werden uns erstmals einen eigenen Helden erstellen. Ja, viele werden jetzt wahrscheinlich protestieren und sagen, ah, das ist noch nie da gewesen, das wird nie da sein, das darf nicht sein, unglaublich, Frevel, hängt ihn auf, steinigt ihn. Aber ich habe mir da schon was sehr, sehr Spezielles ausgedacht und deswegen gehen wir jetzt gleich mal erstmals in diesem Let's Play in die eigene Heldenerstellung. Ja, der Hexenkönig von Angmar wird es natürlich nicht sein. Willkommen in der verbesserten Heldenerstellung. Das Tool für die Erschaffung legendärer Helden verfügt nun über folgende neue Features. Neue Ausrüstung. Entscheide dich zwischen unzähligen neuen Kleidungs-, Rüstungs- und Waffenoptionen. Neue Diener. Neue Klasse vielmehr. Die Diener der Dunkelheit. Rekrutiere den ultimativen Krieger aus den Armeen Saurons. Neue Balance. Deine eigenen Helden sind nun auf aktuelle Balance-Systeme angepasst. Viele Fähigkeiten wurden überarbeitet, teilweise abgeschwächt und besser in das Schema der entsprechenden Klasse integriert. Verbessertes Fähigkeitensystem. Dank der Möglichkeit, Stufen zu überspringen, bestimmst du, wann deine Fähigkeiten eingesetzt werden können. Und zu guter Letzt neue Statistiken. Du hast jetzt noch mehr Möglichkeiten, aller Welt zu beweisen, dass du den mächtigsten Helden Mittelerdes erschaffen hast. Ja, und den wollen wir auch erschaffen, ganz klar. Hier sehen wir schon, hier gibt es standardmäßig so ein paar voreingestellte Helden. Hier Fyrakhan Dooms, Damrod, der Waldläufer und Salemeh Hasharin. Ich habe mich bisher noch überhaupt nicht hier dran gewagt, aber wir werden es jetzt natürlich machen. Wir werden natürlich keinen der vorgefertigten Helden nehmen. Ihr habt schon gesehen, es geht heute um Zwerge am Titel und dem wollen wir alle Ehre machen. Deswegen erstellen wir einen neuen Helden. So, Held der freien Völker, Verteidiger der Wälder, Behüter der Berge, Diener der Dunkelheit, Kreatur der Tiefen, Sklave des Auges oder Geschöpf der Trollhöhen. Aber ihr wisst es natürlich schon, wir nehmen die Behüter der Zwerge. Das kampferprobte Volk der Zwerge fertigt nahezu unzerstörbare Waffen und Rüstungen aus Mithril. Es gibt zum einen Veteranen, die in jahrhundertelangen Kriegen gestählten Veteranen sind in der Lage, ihren Feinden bis in den Tod zu trotzen. Oder Wanderer. Diese unerbitterlichen Zwerge durchstreifen die Lande auf der Suche nach einem guten Kampf und fürchten weder Tod noch Schmerz. Aber was wir in der heutigen Schlacht brauchen, ist auf jeden Fall ein Veteran, ganz klar. Hier könnt ihr ihn sehen. So sieht er aus, aber der wird sich natürlich noch ein wenig ändern, auf jeden Fall. So, gucken wir uns ihn mal ein bisschen Close-up an. Gut, also wir können jetzt hier diverseste Einstellungen ändern und das werden wir natürlich so machen. Den Namen lasse ich erstmal außen vor, das war natürlich eine Überraschung. So, was haben wir beim Helm Schönes am Start? Da würde ich sagen, nehmen wir hier den vor allem den fetten Wikingerhelm, gar keine Frage. So, Schultern, der muss natürlich krass gepanzert sein. Da kenne ich nichts. So, das gefällt mir ganz gut. Ja, auf der einen Seite, wo die Waffe ist, kann natürlich nicht so viel Panzerung sein, ganz klar. So, Körper. Was geben wir ihm zum Tragen? So ein Mithrilhemd oder doch? Ich finde das eigentlich ganz geil. Farben können wir natürlich auch noch bearbeiten. So, Arme.
Da kriegt er auch diese fetten Schützer. Es würde hier noch diese anderen geben, aber ich denke, die passen schon am besten. Und jetzt kommt natürlich das Allerwichtigste für einen Zwerg. Ich präsentiere sie hier mal ein bisschen besser. Die Waffe. So, was haben wir da? Einen fetten Hammer, eine Axt, eine größere Axt, eine noch größere Axt oder den Hammer. Und wir nehmen natürlich den Hammer. Als Wikinger haut er damit schon richtig geil auf den Kopf und passt auch gut zur Panzerung. So, Schild. Tja, so richtig viele Schilde haben Zwergen nun mal nicht. Und die Beine, auch da werden wir auf diese Panzerung gehen, um das Ganze einheitlich zu halten. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Farben an. So, da nehmen wir so ein schönes, edles Bordeaux-Rot. So, was haben wir hier? Okay, da ändern wir das unter den Armen, wie es aussieht. Oh, ich denke, da bleiben wir dem treu, dass es ein bisschen einheitlicher aussieht. Und Farbe 3 ist was? Okay, der Unterrock. Oh, den können wir ruhig mal weiß machen. Okay, und jetzt ist natürlich noch die Frage, wie wir den Guten nennen. Und ich habe mir natürlich schon was gedacht. Der Gute wird Yonli Hammerarm heißen. Ja, die Zwerge haben ja immer solche Nachnamen. Dein Eisenfuß zum Beispiel, Iron Foot. Und da der Junge hier einen Hammerarm oder einen Hammer im Arm hat, heißt er natürlich Hammerarm. Und Yonli könnte vielleicht an Yoni und Gimli angelegt sein, aber das ist nur eine Vermutung. Ja, Behüter der Berge, Veteran, das ist der gute Mann, aber damit sind wir natürlich lange noch nicht durch, denn wir haben noch 25 Attributspunkte zu verteilen. Und ja, gucken wir erstmal, was so empfohlen wird. Aha, ein bisschen Willenskraft, bisschen Kampfkraft, eine Menge Leben, Auffassungsgabe. Also Auffassungsgabe, das passt schon mal gar nicht zu mir, Leute. Ihr wisst, Auffassungsgabe besitze ich so gut wie keine. Reichweite natürlich auch nicht. Willenskraft vielleicht ein bisschen, aber das brauchen wir auch nicht. Wir investieren voll ins Leben und dann noch ein bisschen was in Kampfkraft. So muss das sein. Und gehen jetzt weiter. Jetzt kommt eigentlich das Wichtigste, denn bei Yondi Hammerarm werden wir jetzt die Heldenfähigkeiten wählen. Und da haben wir durchaus ja, einiges zur Auswahl. Weise deinem Helden eine Fähigkeit der Stufe 1 zu. Wir haben zum Beispiel den Kampfrausch. Der Held verursacht für 20 Sekunden 20% Schaden und erhält plus 20% Rüstung. Verbündete ausbilden, etwas Erfahrung gewähren. Pionier, Nahkampfangriff, der Gebäuden geringen Schaden zufügt. Öl, Feuer entzünden. Das kann ja zum Beispiel der gute Gloin, diese beiden Fähigkeiten. Axtwurf, da sind wir schon bei Gimli. Fernangriff, der einem einzelnen Ziel mittleren Schaden zufügt. Zähigkeit, der Held erhält dauerhafte zusätzliche Trefferpunkte. Passive Fähigkeit 50 Heldenkosten. Ist auf jeden Fall interessant bei so einem Tank, den wir schon haben. Berater. Der Held wird zum fürstlichen Berater ernannt. Helden besitzen minus 15% Rekrutierungskosten. Zwei Berater im Spiel minus 20. Drei minus 25. Das gibt 100 Heldenkosten. Oder die Führerschaft. Verbündete Einheiten in der Nähe des Helden verursachen plus 20% Schaden und erhalten plus 20% Rüstung. Ja. Schwierig, ne? So, hier unten, das sind alles fortgeschrittene Fähigkeiten. Aber ich werde mal auf Stufe 1 den Berater hinzuziehen, weil minus 20, 15% Rekrutierungskosten für Helden ist schon nicht verkehrt. Definitiv nicht. Und dann werden wir mal mit dem einfachen Kampfrausch weitermachen. Auf Stufe 2 hätte ich jetzt gesagt. Und auf Stufe 3, ich meine, wir heißen nicht umsonst Yonli, Sohn des Gimli, holen wir natürlich das Springen ran. Der Held springt zu einer Position und verursacht dadurch geringe Umgebungsschaden. Wir könnten auch noch zum Beispiel ranholen. Die Unverwundbarkeit hält es für 10 Sekunden unverwundbar. Den Erderschütterer, kleines Erdbeben, das Einheiten wegschaltet, aber keinen Schaden verursacht. Oder die Bombardierung, ein Katapultgeschoss geht im Zielgebiet nieder, wirft Feinde nieder und verursacht mittleren Schaden. Oder wir könnten noch Waffe schmieden nehmen. Der Held schmiedet einem verbündeten Held eine Waffe, wodurch dieser dauerhaft plus 10% Angriff erhält. Brauchen wir aber alles nicht. Wir sind Einzelgänger. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal den verbesserten Kampfrausch plus 30% Schaden und 20% Rüstung auf Stufe 4. Gut. Auf Stufe 5 können wir mal die Unverwundbarkeit mit ins Gepäck nehmen. Und auf Stufe 6 auf jeden Fall auch noch die Zähigkeit, damit wir mehr aushalten.
gehört ja so ein bisschen zur Unverwundbarkeit. Du hast die maximale Anzahl an Fähigkeiten erreicht und du kannst entweder Fähigkeiten verbessern oder Fähigkeiten entfernen und eine neue Konfiguration anlegen. Das würde man hier mit Rechtsklick machen. Aber wir sind natürlich zufrieden, so wie wir es bisher gemacht haben. Zähigkeit ist dann auf Stufe 6 das letzte, was wir freischalten. Und jetzt verbessern wir nur noch die Fähigkeiten. So, als erstes natürlich das verbesserte Springen. Der Held springt zu einer Position und verursacht dadurch mittleren Umgebungsschaden. Auf jeden Fall. Dann holen wir uns auch noch den mächtigen Kampfrausch ran auf Stufe 8. Der Held verursacht für 40 Sekunden 40% Schaden und erhält 20% Rüstung. Und auf Stufe 9 dann, na, wobei ich glaube, ich hole mir erst die verbesserte Unverwundbarkeit. Und dann den mächtigen Kampfrausch. Und hier könnten wir 50% Schaden verursachen, aber wir gehen halt mehr auf Tank, das habt ihr schon gemerkt. Deswegen hole ich mir hier die mächtige Unverwundbarkeit und zwar 30 Sekunden Unverwundbarkeit. Wir sind jetzt bei schnuckligen Baukosten von 1410. Das ist wirklich nicht so viel, muss man sagen. Und ja, drücken jetzt gleich mal auf Fertig. Das ist der gute Yonli Hammerarm. Da seht ihr nochmal hier sein Aussehen, hier die Fähigkeiten, die Statistiken. Ja, da steht jetzt noch nicht so viel. Dicke Null. Und Belohnung, da können wir auch noch diverse ja, Sachen freischalten. Vielleicht schaffen wir sogar ein, zwei im heutigen Gefecht. Keine Ahnung. Feindes Albtraum, das klingt gut. 100 andere Helden besiegt. Das wird schwer im heutigen Gefecht, aber mal sehen. Ja, wenn ihr nachbauen wollt oder wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, was die Fähigkeiten angeht, könnt ihr sie in die Kommentare schreiben. Ihr werdet dann noch sehen, für welches Gefecht ich diesen Helden konzipiert habe. Denn ja, das war die Heldenherstellung, der kleine Prolog für unsere große Schlacht, die wir heute eingehen werden. Wie findet ihr den guten Yonli mit seiner Pfeife im Mund? Ich finde, er ist sehr gut gelungen. Naja, könnt ihr ja selber mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es auch findet, vielleicht in Zukunft mal eigene Helden dauerhaft mit in die Idan Mod-Karten einzubauen oder eben nicht. Das ist hier ein Special in Folge 100 und ja, jetzt gehen wir auch schließlich ins Gefecht auf, worauf ihr alle gewartet habt. Und ihr seht schon, es ist ein Graus. Alle meine Sterne, die ich hier fleißig gesammelt habe in 100 Folgen, sind zurückgesetzt worden und da könnt ihr euch beim guten Kaun bedanken, denn dank dem musste ich einmal das Spiel neu installieren, damit wir auch zusammen zocken konnten im Let's Battle. Allerdings sind dadurch alle Statistiken hier verloren gegangen. Was wirklich schade ist, aber nicht zu ändern. So, und wir suchen uns jetzt direkt mal eine Karte mit ganzen 8 Spielern. Abendrotsee, Großoststraße, Fluss Ardon, Grauquell haben wir alle schon gespielt. Nandohirion Mordor waren wir auch schon, aber in den Schlachtenhöhen waren wir noch nicht. Ein altes Schlachtfeld in Eriador, auf dem im Laufe der Jahrhunderte unzählige Schlachten geschlagen wurden. Startpositionen Lager, Erweiterungspunkte 5 Vorposten und 36 Siedlungen, wilde Kreaturen, Grabunholde, Grabunholde, Orks und Trolle. Ja, eine Menge Grabunholde anscheinend und ihr seht schon, wir stehen noch auf zufällig, ich habe gar nichts konfiguriert. Heute wird alles gemeinsam mit euch gemacht in diesem Special. Ihr habt es euch sicherlich schon gedacht, wir werden die Zwerge spielen und aktivieren jetzt erstmal die eigenen Helden natürlich und Ringhelden sind auch mit dabei. Anfangsrohstoffe gehen wir auf 4000 und wählen natürlich den Spielmodus der legendären Helden aus, denn der gute Yonli soll ja auch zeigen, was er kann, nutze weitaus stärkere Helden. Ja, und jetzt fragt ihr euch, gut, 4000 Anfangsrohstoffe, er hat einen eigenen krassen Held gebaut, das wird ja easy für ihn, hier wird er ja absolut durchgehen. Ja, es hat einen Grund, warum dieses Special Last Zwerg Standing heißt. Wir wählen natürlich Yonli Hammerarm, ganz klar. Aber jetzt holen wir uns ein paar Jungs dazu, die das Ganze etwas erschweren werden. Zunächst einmal holen wir uns dazu ja, Rohan auf dem Schwierigkeitsgrad Brutal. Dann geht es weiter mit dem nächsten freien Volk Mittelerdes und das ist Gondor auf dem Schwierigkeitsgrad Brutal. Die kriegen natürlich keine eigenen Helden, das ist natürlich klar. Nicht, dass sie sich mehr selber mit Yonli angreifen. Das dritte freie Volk Mittelerdes ist dann Lothlorien, ebenfalls auf Brutal.
Ihr habt schon geahnt, das nächste Volk ist Imladris, auch die mit einer brutalen Konfiguration. Jetzt fehlen natürlich noch die bösen Völker Mittelerdes. Auf einer Achterkarte können wir tatsächlich alle 8 bisher implementierten Völker in der Edern-Mod spielen. Es kommt nämlich noch Isengard natürlich dazu. Und dann haben wir noch die Jungs aus Angmar mit dabei. Und zu guter Letzt darf natürlich auch nicht fehlen für die Stimmung Mordor. So, zack. Na, komm schon, zack und zack. Allesamt ohne eigenen Helden und kriegen natürlich noch ihre spezifischen Farben, die sich hier über diese 100 Folgen der Edern-Mod rauskristallisiert haben geradezu. So, Isengard natürlich in Weiß, Angmar im kalten Blau und Mordor, da wir selber rot sind, wird man hier auf dieses Gelb ausweichen. Ja, das ist die vorübergehende Konfiguration, aber ein kleines Detail habe ich glaube ich vergessen und das werde ich jetzt hinzufügen, Leute. Was sagt ihr dazu? Wir werden alleine gegen 7-mal brutal spielen. Das ist der absolute Overkill. Schwerer kann man es sich nicht machen. Auch noch 7 verschiedene Völker, die auf uns einprügeln werden. Das wird alles andere als angenehm. Ich werde sie mal hier einmal rundherum platzieren in Eriador. Ja, wenn wir da lebend rauskommen, wir werden einfach nicht lebend rauskommen. Und deswegen heißt diese Folge auch Last Zwerg Standing. Es geht einfach darum, so lange wie möglich dem Ansturm der Horden Herr zu bleiben und die Zwerge bis in den Tod zu verteidigen. Hier seht ihr nochmal die Spieleinstellung mit den eigenen Helden und dann würde ich vorschlagen, wir lassen die Spiele beginnen, starten mit Folge 100 der Edern-Mod-Khan, diesem Special Last Zwerg Standing und hoffen, dass Yone-Li Hammerarm die Massen an Feinden lang genug zurückschlagen kann. Wir schauen einfach mal und legen direkt los. Auf geht's! Okay Leute, machen wir uns bereit für ein nicht enden wollenden Ansturm unserer so zahlreichen Feinde. Aber wir sind Zwerge. Wir kämpfen bis in den Tod, bis zum letzten Mann, beziehungsweise bis zum letzten Zwerg. Schwertkämpfer lassen einen ganz gut leveln. Hört mir zu. Okay. Ich gehe voraus. Das gibt's doch nicht. Und dann kümmert ihr euch mal jeweils hier drum. Ja, und das sieht doch schon ganz gut aus vom Damage her. Zitadelle lebt mir immer noch ein bisschen zu sehr, aber ich hatte mir, wir reißen alles nieder. Das Ding ist jetzt schon mal platt. An
an die Waffen! Die Schlacht wartet! Los! Sie branden heran! Gandalf! So, Dein, du wirst mal hier unten mithelfen. So, dann gehen wir hier auf eine schnieke Heilung. Jungs, ihr sollt auf die Zitadelle einkloppen. Das habt ihr aber schon verstanden, oder? So, Dein ist mit am Start. Du klappst mal da drauf. Hier bauen wir mal einen Steinbruch hin. Wir werden angegriffen. So, Dein, sonst gehst du einfach hier mit drauf. Vorsicht, Zwerge! Der Feind ist hier! Tja. Solange der Feind so gering ist, habe ich da eigentlich keinen Respekt vor. Okay, mit ein bisschen Glück ist gleich der erste Feind tatsächlich besiegt. Das wäre doch was. Sie waren schon so lange hier. Na komm. Nice. So, Dein. Ich hoffe, du hast einen Plan. Auf Dein Eber. So, da machen sie schon wieder Ärger. Ich sehe es. Zeigen wir es ihnen. Gut, hier kannst du nochmal die Schätze einsammeln, mein Guter. Als wahrer Zwerg steht er natürlich auch auf solche Sachen. Macht euch bereit, Zwerge! So, Dein. Grabunholde, alles klar. Okay. Wir deffen hier schön weiter. Wie sich das gehört. Lasst eure Waffen singen! Großartiges Maul. Sehr schön, Dein. Sehr, sehr schön. Ich kenne diesen Gestank. Das ist der Feind. Wie bitte möchtest du dich ganz allein zum Rabenberg durchschlagen? Wir haben uns... Ich hoffe, du hast einen Plan. Das solltest du nicht. Du bist unser König. Wir haben die erste Wave abgewehrt. Sozusagen. So. Okay. Gut. Dein hier oben hin, bitte. So, verbesserte Verteidigungsmaßnahmen. Ihr holt euch hier die Schätze. Und dann könnt ihr mal als Verteidigung hier rein. Gut. Die Türme sind schon ganz gut am Start. Wir können natürlich mal Zwergenruhen ranholen. Auf jeden Fall sinnvoll. Dann wird das nämlich alles schneller wieder repariert. Sehr gut. Okay, Dein Level da. Und Joni holt sich mal den Grab und holt. Vor Elben halte ich überhaupt nichts zurück. Das ist der Feind. So, da haben wir noch was. Aber hier haben wir noch mehr. Das dauert nicht lange. Ihr Hundebengel. So, zack. Dann mal mit dem Kampfrausch gleich angreifen. Dein ist bereits Stufe 5, das ist sehr nice. Und jetzt kriegen wir auch ganz gut Kohle. Wir werden mal die Kampfturmausbildung ranholen. Die wird auf jeden Fall sinnvoll sein. So, und dann gehst du mal auf das Gehöft da oben, Jonli. Sehr schön. So, Dein. Verteidige dein Volk. Okay, zwei Bataillon Dunländer. Ich hätte einen kleinen Vorschlag zu machen, wenn ihr mir einen ich hätte auch einen kleinen Vorschlag zu machen. Du holst dir den Ring, mein Lieber. Das wäre mein kleiner Vorschlag. Da sind ihre Gebäude. Sie haben die Armee der Toten gerufen. So, gut. Ich weiß nicht, wie weit Dein jetzt gerade schon vorgekommen ist. Sie wollen unsere Gebäude. Dein, wo bist du? Gandalf der Graue. Oh. Alter, guckt euch diese Feindeshorden an. So. Unverwundbarkeit. Und jetzt holst du dir den Ring, mein Junge. Was sie hier schon alles Schickes gebaut haben, ne? So. Auf dein Eber. Und dann ab durch die Mitte. So, Dein. Wie bitte möchtest du dich ganz allein zum Rasenberg durchschlagen? Das gibt's doch nicht. Okay, er hat einen kleinen Vorsprung. Nun gut,
bringen wir es hinter uns. Vernichtet sie! Ich gehe voraus. So, Yoli und Dein ziehen sich jetzt mal ein wenig zurück, denn wir bekommen hier gerade Probleme. Dein kann jetzt Durin Schmiedefeuer ranholen. Und mit Murin sollten wir auch mal den dritten Helden rekrutieren, auf jeden Fall. Okay. Sehr schön. So. Dein, wo bist du? Ich hoffe, du hast einen Plan. Dein? Wo hast du so lange gesteckt? Oh, Dein braucht immer noch. Okay. Dein, ich will dich mitheilen. Na los. Okay. Murin ist angekommen, sehr schön. So, Dein. Du musst dir den Onaga holen, bitte. Weil der gefällt mir gar nicht, dass er da meine Zitadelle ballert. So, Dein gegen Eowyn. Okay, so langsam wird es, glaube ich, ein wenig problematisch. So, kleinen Jump gefällig. Sehr schön. Okay, Dein wird der Erste sein, der fällt wahrscheinlich. So, Durin Schmiedefeuer, das gibst du denen nochmal mit. Oder auch nicht. Okay, unsere Linie ist durchbrochen. Murin kämpft noch tapfer. Auch Yonli Hammerarm schwingt noch die Axt. So, Unverwundbarkeit und dann holst du dir Hammer. Ah, verdammt. Ich befürchte fast, das wird nix. So, Hammer, Eomer, alle möglichen Leute. Unsere Zitadelle ist auch gleich down. Sie haben die Zitadelle zerstört. Okay. Zieh dich zurück, mein Junge. Eieieiei. Ich befürchte, da sind auch Ents. Diese Schlacht ist verloren. Gandalf ist auch am Start. So, 20% Rüstung. Nehme ich auf jeden Fall. So, Murin fällt. Und Yonli Hammerarm, der letzte Zwerg. Last Zwerg Standing, Leute. Alter. Er kämpft tapfer. Gegen Gandalf, gegen alle, die sie ihm in den Weg stellen. Yonli! Nein! Da fällt er. Der letzte Zwerg. Eieiei. Und guckt euch das jetzt mal an. Das ist eine einzige Vergewaltigung. Ja, wir werden überrannt. Da sagst du mal was. Wir haben die Festung verloren. Oh, guckt euch diese Feindeshorden an. Ja, Leute. Das passiert, wenn man 7 brutale KI sich gegen sich verbünden lässt. Aber wir haben fast 11 Minuten durchgehalten. Das ist rekordverdächtig. Tja, und haben sogar einen Feind ausschalten können. Und am Ende sind sie dann alle der Reihe nach gefallen. Erst König Dein mit dem Ring, der war eine zu schwere Last für ihn. Der übrigens den deutlich kleineren Hammer hat, das finde ich immer noch so geil. Also dieser riesige Wikinger-Hammer, der macht schon einiges her. Also Style-Faktor ganz weit oben, der gute Yonli. So, ja, wir waren sogar gar nicht so schlecht. Wir waren besser als 4 andere Brutale, die Elben ganz oben, Gondor da drunter, dann Isengard, ja, war auf jeden Fall eine richtig geile Runde, muss ich sagen, hat richtig Laune gemacht. So, 11 errichtete Gebäude, 12 verloren, ne? Tja, und fast alle haben sie Gebäude verloren, ne? Von unseren Feinden. Zerstörte Gebäude 11, gebaute Festung 2, erstellte Einheiten 26, gefallene Einheiten 30, 16,47. Wo ich letztes Mal bei 14 vom neuen Rekord gesprochen habe, wie sich das für Folge 100 gehört, ändern wir den Rekord nochmal. 494 vernichtete Einheiten, Lieblingseinheit Hüter der Eisenberge. Ja, Max
maximales Einkommen pro Minute 550, das war jetzt nicht viel, das war irgendwo klar. Alle unsere drei Helden sind leider gefallen, aber der gute Yonli hat sich heldenhaft geschlagen, muss ich sagen. Und wir haben sogar noch einen Feind mit Mordor mit in den Abgrund gerissen. Leute, ihr könnt das Szenario mal selber ausprobieren, auch mit einem eigenen erstellten Helden oder eben ohne. Gegen 7 Brutale könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie lange ihr durchhaltet. Ich habe 10:48 durchgehalten. Ich denke, wer 10 Minuten schafft, ist auf jeden Fall respektabel. Und das soll es auch gewesen sein mit dem Special Last Zwerg Standing. Das war natürlich unser Yonli Hammerarm, der bis in den Tod und noch weiter gekämpft hat. Und zu guter Letzt werden wir jetzt nochmal in die Statistiken reingucken des guten Mannes und sehen, was er so gemacht hat, wen er so besiegt hat. Angmar Infanterie 16 besiegt. Aragorn hat er zum Beispiel niedergeworfen. Das ist nice. 28 Elben Infanterie. Feinde besiegt 376, also von den 450 oder so hat er 376 besiegt. Na gut, eine Gefechtniederlage. Grabunhold hat er sich auch geholt. Hamas ist ein weiterer Held, den er geplättet hat. Isengard Infanterie besiegt. Menscheninfanterie besiegt. Mordor Infanterie besiegt. Nicht schlecht. Nicht schlecht, mein Junge. Ja, da ist noch einiges zu holen in der Statistik. Er ist ja noch ein junger Zwerg am Anfang seiner Schaffensdauer, aber jetzt schon eine Legende Mittelerdes, auch wenn er das hier noch nicht hat. Ja, das war's nun also mit diesem Special. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen und eure Meinung zu unserem guten Held. Der wird jetzt erstmal noch ein schönes Fotoshooting mit der guten Heidi Klum machen, ein paar Bilder und sich mit seinem epischen Wikingerhelden hoffentlich in eure Herzen weiterhin spielen. Wenn ihr demnächst mal auch im normalen, nicht Special-Folgen eigene Helden sehen wollt, schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, ja, das war's für die heutige Folge, für dieses Special. In diesem Sinne bin ich raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao!